Cheerio, meine Freunde, willkommen zurück zu StarCraft 2. Oh yeah. So, erstmal sorry an euch alle wegen diesen übersteuerten Folgen. Ich habe das jetzt gerade nochmal getestet. Und es scheint, dass StarCraft 2 einfach mal eben so den Pegel meines Mikrofons zurücksetzt. Ich weiß nicht warum. Es war bestimmt seltsam, aber. Ich weiß gar nicht, haben wir die Nachrichten geguckt? Nee, noch nicht, ne? Ich würde sagen, wir gucken uns aber erstmal die Söldner an. Gibt es zwar die Devil Dogs, aber ich würde erstmal gerne an unsere Dings werfen, unsere Arsenal. So, Tychus! Hast du Dr. Hansen schon getroffen? Na sicher. Ich habe die Süße nach einer Ganzkörperuntersuchung gefragt. Fragen schadet ja nicht, oder? Aber ich glaube, dass schon ein anderes Weichei ihre Aufmerksamkeit hat. Ah ja? Und wer soll dieses Weichei sein? Boah, keine Ahnung. Vielleicht so ein Typ, der einen auf weißer Ritter macht und angeritten kam, um ihre Kolonie zu retten. Verdammt, Jimmy. Du hast die Frauen noch nie kapiert. Aber du, sorry, ich hab mal am Mikrofon rumgefuchtelt. So, dann gucken wir uns mal die Nachrichten an. Donny Vermillion für UNN. Hey, Kate Lockwell ist uns über Satellit aus der Grenzkolonie Agria zugeschaltet. Hören Sie mich, Kate? Wir scheinen ein Tonproblem zu haben. Ich höre gerade, Imperator Mengst nimmt dazu Live-Stellung. Wir schalten direkt zu dieser Ansprache. Meine erfahrensten Militärstrategen sind im Einsatz. Und ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass demnächst der Held von Taurus selbst die Leitung übernehmen wird. General Horace Warfield. Warfield? Ich dachte, der hätte sich schon vor Jahren zur Ruhe gesetzt. Mit General Warfield als Anführer unserer gut ausgebildeten Streitkräfte habe ich vollstes Vertrauen, dass wir diese neue Bedrohung durch die Zerg schon sehr bald unter Kontrolle bringen werden. Sie hören also, liebe Zuschauer, mit General Warfield als Oberbefehlshaber werden die Zerg innerhalb kürzester Zeit besiegt sein. Als nächstes im Programm, der Terrorist Rainer verstärkt seine Übergriffe, just in dem Moment, in dem die Zerg wieder auftauchen. Ein Zufall? Entscheiden Sie selbst. Wir sind gleich wieder für Sie da. Ach, Donny, du laberst auch nur Scheiße. Ernsthaft. So, wir haben jetzt das Labor freigeschaltet und ich würde mal ganz spontan sagen, wir gehen einfach mal ins Labor. Commander, das außerirdische Artefakt ist sicher im Labor untergebracht. Wissen Sie, als ich es gesehen habe, musste ich sofort über meine besonderen Projekte nachdenken. Hey, ganz ruhig, Statman. Was meinst du mit Projekte? Bist du hier unten etwa am Herumforschen? Noch nicht, Sir. Mir fehlen noch immer einige Exemplare, um anfangen zu können. Sobald ich die habe, können wir einige Verbesserungen an unseren Waffensystemen und Taktiken vornehmen. Na, da bin ich ganz Ohr. Was brauchst du? Alles Mögliche. Ich habe die Einzelheiten in unsere Datenbank eingegeben. Wenn Sie auf einer Mission über etwas stolpern, das wir brauchen, werden Sie automatisch informiert. Jag dabei aber nicht das Schiff hoch. Okay, Statman. Der hat tatsächlich so ein Papierschnipsel an der Wange, hat er sich beim Rasieren geschnitten. Och, ist das da. So. Das geborgene Zerg, die geborgene Zergprobe wächst noch immer. Ich habe eine Proteinlösung hinzugefügt. War eventuell ein Fehler. Auf zellularer Ebene weist die Probe Stämme aller uns bekannten Zerg-Kreaturen auf. Aber auch viele andere Stämme, die mir unbekannt sind. Es wird eine Weile dauern, alle zu untersuchen. Aber ich habe bereits damit begonnen, Daten von einer Ultralistenzelle zu extrahieren. Dabei habe ich eine Sporenkrabberzelle gefunden, die Aufschluss über ihre instinktiven Bedrohungserkennungsroutinen gibt. Kurz Moment. Hals und so, ne? Ihr wisst Bescheid. So. Rainer haben am 10. Level einen Protoss-Kristall geborgen. Ich habe den Kristall in eine Salzlösung zur Aufbewahrung getan. Seine Dichte hat sich in den letzten 12 Stunden um 553% erhöht. Wo bekommt er die Energie oder die Rohmaterialien dafür her? Ich habe den schrecklichen Verdacht, dass er sich irgendwie an das Schiff angedockt hat. Sollte Swan misstrauisch werden, würde er ihn ins All katapultieren und es wäre eine Tragödie. Diese Probe könnte zu wichtigen Durchbrüchen für die Raiders führen. Ich muss einfach vorsichtig sein und sobald es Anzeichen dafür gibt, dass er die Hyperion Schaden zufügt, zerstöre ich ihn persönlich. So. Und dann das Artefakt noch, ne?
Commander, ich habe über diese Artefakte nachgedacht. Keine Sorge, ich habe sie noch keiner eingehenden Diagnose unterzogen oder so. Zumindest nicht direkt. Na, spuck es schon aus. Nun, Sir, als das zweite Stück hinzugefügt wurde, ist der Energieverbrauch des umgebenden Eindämmungsfeldes drastisch in die Höhe geschossen. Wenn wir noch mehr Teile hinzufügen, müssen wir entsprechend mehr Energie vom Fusionskern des Schiffes abzweigen. Dann ist das also teuer und gefährlich, die Dinger an Bord zu haben. Je schneller wir sie wieder loswerden, umso besser. Aha. Na, gespannt. Die Forschungskonsole. Na, guck mal hier. Wählen Sie ein Forschungsprojekt. Das war, man kann nur eins davon nehmen. Falkenturm. Bestückt alle Bunker mit automatisiertem Geschütz. Befestigte Bunker. Bunker erhalten nur für... Ja. Das sieht doch gut aus. Dieses verbesserte Bunkerdesign, inspiriert von Exoskeletten der Ultralisken, fügt dem Dach des Bunkers einen gehärteten Panzer hinzu. Dieser Panzer erhöht den Schaden, den der Bunker absorbieren kann. Drastisch. Stattet alle Bunker mit einem automatisierten Geschütz aus. Wir haben ein automatisiertes Geschütz entwickelt, das nun zur Grundausstattung aller Bunker gehört. Diese Geschütze haben dieses Geschütz, das auf unseren Erforschungen der Sporenkrabbler beruht, verleiht bemannten Bunkern zusätzliche Feuerkraft und macht es unbemannten Bunker möglich, zur Verteidigung der Basis beizutragen. Also entweder mehr Schutz oder Selbstverteidigung. Ich nehme mal hier. Ich nehme den Falkenturm. Yep. So. Dann können sich nämlich unsere Schütztürme auch automatisiert mal wehren. So, ich gehe ins Arsenal. Ich habe Geld. Ah, guck mal hier. Also, Feuerfresseranzug erhält ein flüchtiges Gemisch aus Gasen, die auch in den Innenräumen des Anzugs dringen. Dies mag ein Grund dafür sein, dass sich das Personal für Feuerfresser fast ausschließlich aus resozialisierten Kriminellen und psychopathischen Pyromanen zusammensetzt. In Feuer- und Flammenwerfer benetzen den Gegner mit hochbrennbarem Plasma. Dieses Plasma dringt mit Leichtigkeit durch Lücken in Zerkpanzern. Kleinere Zerkreaturen werden sprichwörtlich in der eigenen Haut geschmort. Feuer wäscht die Haut vom Knochen und die Sünde aus der Seele, von der Seele. Befreit von Schmutz und meine Mutti hat ganz bestimmt keinen Dreckspatz großgezogen. Franco Tilden, weit gerühmt als erster kämpfender Feuerfresser und reformierter Massenmörder. Wunderbar. So. Zeller. Ach doch, hier. Damit wir hier schneller heilen. Ja, nimm das mal. Haben wir schnelle Heilung. So, dann sprechen wir doch erstmal mit Herrn Horner. Mann, das war ein gutes Gefühl, diese Leute da rauszuholen. Aber da draußen sind noch Millionen andere, die Hilfe brauchen. Wir können nicht überall gleichzeitig sein, Sir. Wichtig ist, dass wir ein Zeichen gesetzt und ihnen Hoffnung gegeben haben. Jedes Mal, wenn wir Menschen in Not helfen, ist das ein weiterer Schritt in eine bessere Zukunft. Ich weiß, Matt, aber seit 4 Jahren versuchen wir jetzt schon, Mengsk zu stürzen. Und jetzt sind auch noch die Zerg zurück. Deine bessere Zukunft sollte sich lieber beeilen, sonst ist hier bald keiner mehr übrig, um sie noch zu erleben. Professor Hansen. Ich habe schon viel von Ihnen gehört, Commander. Die Liga hat sie immer als Verbrecher dargestellt, als Terroristen. Es scheint aber mehr in ihnen zu stecken, als man denkt. Naja, so wie die Liga nun mal ist. Irgendjemand muss sich um die kleinen Leute kümmern. Und Mengsk wird das mit Sicherheit nicht sein. Ja, dem Anschein nach interessiert es den Imperator überhaupt nicht. Meine Leute und andere Vertriebene aus dem ganzen Sektor sind alle in ein Flüchtlingsgebiet auf Meinhof geflohen. Außerdem gibt es Gerüchte, dass sich zunehmend Gewalt und Krankheiten in den Lagern ausbreiten. Doch der Imperator hat nichts unternommen. Okay, ich werde es mir mal anschauen, Doc. Okay, eine neue Mission. Gucken wir mal rein. Ja, wir haben Meinhof. Meinhof wurde viele Jahre lang wegen seiner rechtfertigen Überangebot vorhandenen Mineralvorkommen vom Kelmoria-Kombinat kontrolliert. Seit kurzem jedoch ist Meinhof zu einem umfanglanger Verflüchtlinge vor die Zerg-Invasion geworden. Die Sicherung der Schafrechte am Redstone. Ich habe gehört, der mächtige Jim Reno sei wieder auf Achse und knapp bei Kasse.
Der Planet Redstone besitzt die wertvollsten Ressourcen in der Gegend. Und bei der Zerg-Invasion hat das Kalmoria-Kombinat seine Sachen geparkt und alles zurückgelassen. Leute mit etwas unternehmerischem Geschick konnten dort großen Profit machen. Trefft mich auf Redstone, wenn ihr mitmischen wollt. Hört sich gut an. Ich glaube, das ist das Erste, was wir jetzt einfach mal machen. Wir starten. Redstone. Was für ein Loch. Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich Vulkanplaneten hasse? Gut, dich zu sehen, Mann. Man nennt mich Torsch. Hilf mir dabei, die Mineralien abzubauen, die ich brauche. Und ich werde mich sehr erkenntlich zeigen. Wo ist der Hafen? Naja, dieser Planet ist ein wenig instabil. Die tiefliegenden Bereiche werden alle paar Minuten von Lava überflutet. Toll. Natürlich liegen aber genau dort die reichsten Mineralienvorkommen. Aber für einen harten Kerl wie dich ist das bestimmt kein Problem. Sir, ich orte außerdem noch Zerg-Biosignaturen auf der Oberfläche. Wir werden einen Teil der geförderten Mineralien für Verteidigungszwecke ausgeben müssen. Je mehr wir ausgeben, desto länger wird es dauern. Lava und Zerg. Zwei Dinge, auf die ich einfach nicht verzichten kann. Bringen wir es hinter uns. Yay, toll. Wir müssen aufpassen, dass die Lava uns nicht grillt und wir müssen aufpassen, dass die Zerg uns nicht überrennt. Das ist natürlich großartig. Aber die Zerg können auch nicht durch die Lava rennen. Bedeutet, wir wären vielleicht so etwas sicher. Na, ich guck mal, was wir denn so erreichen können. Aber gibt es keine Lava-Fahrzeuge oder so? So, so ein bisschen komisch. Viele terranische Gebäude können abheben. Das haben wir ja schon mal gemacht mit den... sag schon, mit diesen... Wo die Soldaten herstellen. Wie heißt das Ding? Keine Ahnung. Moment. Musst du kurz husten? Okay, sie bauen ab. Ach ja, ich muss ja hier mit Dings spielen. So. Dann würde ich mal sagen, dass wir anfangen, nochmal ein bisschen mehr zu bauen. Ja, ja, ja. Ich weiß. Gibt es hier keine Zeitanzeige? Wie lange das dauert? Oh! Hoch hier! Warnung! Lavaausbruch steht unmittelbar bevor. Evakuieren Sie umgehend die tiefer gelegenen Bereiche. Die Lava steigt. Bringt diese WBF sofort nach oben. Kommt noch was? Juhu! Also wir müssen insgesamt 8000 abbauen hier. Ey. So, geh weg. Die Gefahr ist vorüber. Ah, da. Auf der Anzeige ist die geschätzte Dauer bis zur nächsten Lavawelle zu sehen. Wenn eine bevorsteht, sollten alle Einheiten und Gebäude auf eine Anhöhe verlegt werden. Ah, guck mal hier. Kann's kaum noch erwarten. Okay, 5 Minuten haben wir. Boah, hab ich mich erschreckt. Kapiert. WBF bereit. Na, hier sammeln. Was nicht passt, wird los, sammeln. Ja, du könntest eigentlich noch mehr Soldaten herstellen. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Ich werde erstmal ein paar Dings hier bauen. Nur zu. Obwohl, warte. Psst. Ich habe da ein paar Freunde, die euch aushelfen können. Aha. Rächer. Rächer, sagst du? Teufel auch, Cowboy. Uff. Wir müssen mehr von denen ausbilden. Die sind echt hart drauf. Okay. Die können anscheinend hier rumspringen.
Was sind das für komische Käfer hier? Kann's kaum noch erwarten. Ja, ich wollte gerne mal Bunker bauen. Los, los, los! Ja, dafür brauche ich ein Techlabor. So, ich muss darauf achten, dass hier welche langlaufen. Obwohl, ich kann auch eigentlich hiermit, wenn ich jetzt... Mach Licht an. Ja, perfekt, okay. Ein paar meiner Jungs sind in der Gegend hier verschollen. Ich würde echt gern wissen, ob sie noch leben. Soll ich irgendwas umlegen? Na, dann gucken wir uns mal mit den Rechern um, ne? Aber wir bleiben natürlich hier, ne? Oh, hey! Hier hin. Oh, Sir, Sir! Scanner zeigen eine riesige Biosignatur in der Nähe Ihrer Position. Och ja, sehr schön. Glaube ich. Wenn Sie den erledigen könnten, würde das meine, unsere Forschung weit voranbringen. Na dann, lande mal. Wow, schlechte Neuigkeiten. Ja, natürlich will ich auch hier gerne noch. WBFs werden angegriffen. Bitte was? Hier kann ich nicht bauen. Wir können hier etwas Hilfe gebrauchen. Alter, hör auf, meine WBS anzugreifen. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ja, könntest du jetzt den Bunker hier bauen? Das ist ja nicht mein Geld. Richtig. Das ist mein Geld. Durchgeladen und entsichert. Kann's kaum noch erwarten. Bereit machen, Jungs. So, zwei brauche ich noch. Oh. Button! Kapiert! Nur zu! Was liegt an? Aber sicher! Hier komm ich! Nur als Erinnerung, Sir. Je mehr Mineralien wir in Truppen investieren, desto länger wird es dauern, unser Ziel zu erreichen. Sie sollten auf ihre Ressourcen achten. Seismische Aktivität. Ja, ja. Es wird zur Vorsicht geraten. Hm. Worauf soll ich ballern, Sir? Auf nichts. Warnung. Lavaausbruch steht unmittelbar bevor. Eieiei. Evakuieren Sie umgehend in tiefer gelegenen Bereiche. Dann mal los hier. Wow, eigenerschreckt. Ja. So, wir bauen noch einen davon. Und dann gerne noch ein Maschinendock. Ja, ne? Finde ich super. So, noch brauchen wir nicht, haben wir ja. Marsch bereit. Was liegt an? Ja, seht ihr? Die machen sich schon bezahlt.
Und danach wieder sammeln. So, dann fliege ich mit den Rechern schon mal los. Fürchte den Tod. Nichts, womit ich nicht fertig werde. Schon unterwegs. Wird gemacht. Benötige weitere Depots. Oh. Das ist alles. Warum nicht? Dann werde ich mich mal kurz um die neuen Depots kümmern hier, ne? So. Okay, jetzt kann ich mit den Rechern mal ein bisschen weiter flattern. Eine Hand wäscht die andere. Hier sind die Koordinaten für das nächstgelegene Mineralienvorkommen. Ah, ich sehe schon das Zerggebiet. Ja, ich gehe schon. Wird erledigt. Los geht's. Schauen wir uns hier hinten mal ein bisschen um. Los geht's. Ah. Oh, hier ist auch wieder Zerggebiet. Ja, hier unten ist ja dieser komische Ultralisk, ne? So, wie sieht's aus? Fertig? Gut, dann mache ich jetzt nämlich hier ein Tech-Labor. Und werde dann gleich mal so ein paar Recherchen hier bauen. So, rein hier. Du. So, was haben die 2 Minuten haben wir noch? Okay. Erweiterung. Durchgeladen und entsichert. Ach komm, wir versuchen es. Tschüss! In Ordnung. Ja, ich geh schon. Er hat uns aber jetzt nicht die ganze Zeit hinterher, oder? Doch! Ja, doch. Los geht's. Nichts, womit ich nicht fertig werde. Okay, ich werde zurückgegangen. Phew. Hehehe, Alter, das fies. Brutalst. Jetzt habe ich auch noch mal ein paar Herren hier. Durchgeladen und entsichert. Sehr gut. Was springt dabei raus? Ne, komm mal hier raus. So. Danach, mein Guter. Erschöpft. Oh! Alter, bleib hier! Seismische Aktivität nimmt zu. Es wird zu Vorsicht. Alter, mach doppel! Hoch hier! Hoch hier! Warnung! Lavaausbruch steht unmittelbar bevor. Evakuieren Sie umgehend die Tiere. Ja, hoch hier! Nein! Schnell, bewegt euch! Alter! Boah! Phew! Das war knapp! Boah, eigenerschreckt! Rache serviert man kalt! Das war knapp! Die Gefahr ist vorüber. Sie können mit dem Abbau fortfahren. Ja. Dann mal los, Leute. Was wichtig ist? Ja. Weiter abbauen. Schlechte Neuigkeiten? Ja, danach gehst du hier und baust mit ab. Kann's kaum noch erwarten. Und ihr euch bewegt euch schon mal zu den anderen hier. Die wird mal kalt. Ich will den Brutalisken da unten platt machen. Ich will die Forschung haben. Ja. Töten Sie den Brutalisken. Bin dabei. Ah, hier sind auch noch keine Einheiten, ne?
Dillillille. Ja, kommen ja gleich zwei neue. Abmarsch bereit. Hier euch beide zu. Bereit machen, Jungs. Basis. Boah. Rache serviert man kalt. Achso, ja, hier, du brauchst ja noch ein Tech-Labor, ne? Ah, passt da nicht hin. Crap. Jetzt geht's rund. Durchgeladen und entsichert. Und da rein. Wuhu! Weiter, weiter, weiter. Ich würde nämlich gerne auch ein paar Dings noch bauen, Sanis. Sagt die Uhr. Nochmal. So, ihr geht da unten hin. Wunderbar. Dann können wir ja hier jetzt Sanis bauen. So, das reicht ja noch erstmal. Worauf soll ich ballern, ja, komm. Ich schicke euch auch schon mal nach unten. Der Doktor ist da. Sehr schön. Hier komm ich. Ja, ja, ihr geht hier rein. Sicher. Moment. Immer wieder für einen Huster. Muten. Ah, ich muss gleich wieder Dings bauen. Ach, crap. Das passiert schon mal. Wo baue ich die denn? Ja, das habe ich mir schon gedacht gehabt. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Es geht los. Na los. Das dauert immer so ein bisschen, weil der Weg ein bisschen länger ist, ne? So, kommt hier anderthalb Minuten, da könnt ihr auch schon mal hier entlaufen. Unterwegs. Die Sanis heilen ja jetzt schneller durch unser Upgrade. Finde ich gut. Gefällt mir. Ihr geht schon mal hier hin. Weil wir müssen gleich sowieso evakuieren wieder mal. Was? Achso. Vor der Landung habe ich die Gegend nach Mineralienvorkommen gescannt. Ich schicke dir noch ein paar Daten. Kapiert? Schlechte Neuigkeiten? Was sehe ich dran? Nur zu. Los, Joch. Es wird gleich wieder heiß. Mit? Nee, geht nie. Ah, du bist eingesperrt. Oh, jetzt geht's los. Es geht los. Seismische Aktivität hinzu. Es wird zur Vorsicht geraten. Jetzt kann ich nicht bauen. Ich habe jetzt alle Einheiten aber gerettet, ne? Sonst verliere ich gleich was. Warnung. Lava-Ausbruch steht unmittelbar bevor. Evakuieren Sie umgehend in tiefer gelegenen Bereiche. Sind schon alle evakuiert. Boah, Heigen erschreckt. So, geh weg, Lava. Danke. Sie können mit dem Abbau fortfahren. Was nicht passt, wird passen. Bin dabei. So. Jetzt schicken wir die letzten hier auch noch runter. Und dann greifen wir den Boot der Helisken ab. Aber Leute, ich bin so fies, das machen werden wir erst in der nächsten Folge machen. Also, dann denkt daran, wieder einzuschalten und vergesst nicht, bewerten wäre super. Bis dann. Ciao.